Bitte verklag mich nicht. Ich frage das aus rein journalistischen Gründen. Okay. Könntest du dich für das Interview ausziehen? Ich denke schon. Ich kann mich auch ausziehen. Ja klar, ich mach's. Das ist lustig. Nackt oder nicht nackt? Diese Frage beantworten die Urban Nudists ganz klar mit nackt. Denn für sie sind Klamotten die Hölle auf Erden. Und wer sich bedeckt, lebt eine Lüge. Also lassen sie, wo immer es geht, die Hüllen fallen. Dieser neue Trend der nackten Tatsachen stößt im Netz auf scharfe Kritik. Und an französischen Stränden läuft der Burkini den entblößten Brüsten gerade den Rang ab. Deshalb treffen sich die Stadtnudisten bevorzugt privat. Doch einige von ihnen würden das Bügeleisen am liebsten verschrotten und fordern das Recht auf Nacktheit in allen Lebenslagen. Viele Leute finden Nudismus schockierend, aber unter den Klamotten sind wir doch alle nackt. Wir bedecken nur unsere Nacktheit. Die Kirche redet uns ein, Nacktheit sei böse. Aber man muss davor keine Angst haben. Sie ist doch nicht beschämend, sondern einfach natürlich. Wenn du Schuhe anhast, kannst du da was reinstecken. Oder ins Haar. Du musst improvisieren. Wenn ich nicht unbedingt Taschen brauche, gehe ich nackt. Für die Nudistenbewegung weht der Wind in die falsche Richtung, seit Adam in den verbotenen Apfel biss. Das Epizentrum des urbanen Nackttrends liegt im 8 Millionen Einwohner zählenden Big Apple. An diesem Novemberabend finden sich rund 20 Kleiderlose in einem überheizten Loft in Queens ein, um einen Film zu schauen. Wir haben ein Problem. Der Beamer kriegt leider kein Signal vom DVD-Player. Das war's mit den Goonies. Der 2010 in New York gegründete Verein Young Naturists America zählt über 500 Mitglieder, die sich einmal im Monat treffen. Anders als die klassischen Nudisten, die ihr Heil in der Natur suchen, kämpfen sie für unbeschwertes Nacktsein in der Stadt. Häng deine Brust nicht in den Humus. 2013 habe ich den Kleinster Penis von Brooklyn-Wettbewerb gewonnen. Danach war ich weltberühmt und erhielt jede Menge Nachrichten. Ein Mann aus Indien schrieb, ich hätte ihn erleuchtet. Er wäre wegen seiner Penisgröße todunglücklich gewesen. Aber jetzt fühle er sich besser und dafür sei er mir sehr dankbar. Ich bekam viele solcher Reaktionen. Es freut mich, wenn ich anderen helfen kann. Es widerspricht der Philosophie der Naturisten, Menschen aufgrund ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Orientierung oder eines anderen persönlichen Merkmals zu diskriminieren. In vielen Clubs existiert allerdings eine solche Diskriminierung. Felicity Jones ist 27 und die Gründerin der Young Naturists. Als Tochter von Nudisten im ländlichen New Jersey aufgewachsen, hat sie die Wochenenden als Kind stets nackt verbracht, was in der Schule niemand wissen durfte. Vor 4 Jahren gibt sie ihren Job als Telefonistin auf, um mit Leib und Seele Naturistin zu werden. Die Leute machen Witze darüber, dass es gefährlich sei, nackt Speck zu braten, wegen des spritzenden Öls. Felicity kämpft für das Recht, oben ohne auf die Straße zu gehen. Was in New York seit 1992 offiziell erlaubt ist, wofür sie 2011 jedoch verhaftet wird. Außerdem setzt sie sich für das Posten weiblicher Brustwarzen auf Facebook ein. Dort waren Fotos von stillenden Frauen bis vor kurzem verboten. Ich stand mal splitternackt auf dem New Yorker Times Square und die Leute regten sich furchtbar darüber auf. Aber über ihren Köpfen hing eine riesige Werbetafel mit einer halbnackten Frau und die Kamera zoomte auf ihren Hintern. Da wurde eine junge Frau extrem sexualisiert und niemand störte sich daran. Wenn der nackte Körper einer Frau für kommerzielle Zwecke benutzt wird, finden die Leute das völlig in Ordnung. Aber wenn sich eine Frau freiwillig auszieht, weil sie sich so wohlfühlt, heißt es sofort, du Schlampe, du solltest dich schämen. Das ist die paradoxe Haltung unserer Gesellschaft zur Nacktheit.
Nackt zu sein ist heute scheinbar nicht mehr ein Ausdruck von Unschuld, sondern einer Ideologie. Ende des 19. Jahrhunderts preisen die Anhänger der deutschen Freikörperkultur die unbekleidete körperliche Ertüchtigung in der Natur als Antwort auf die industrielle Revolution. In den 30er Jahren wird die Bewegung jedoch von der Nazi-Propaganda vereinnahmt. Was in den USA unter der Prohibition streng verboten ist, lassen die Hippies in den 60ern wieder aufleben. Sich auszuziehen wird zum Zeichen des Protests. Mit dem Aufkommen der digitalen Bildbearbeitungsprogramme wird Nacktheit massenkompatibel. Der ehemalige Disney-Star Miley Cyrus zieht sich aus, um zu schockieren. Ihr Traum ist ein Konzert von nacktem Publikum. Für Andy Gallup gehört Nacktheit zum Tagesgeschäft. Der New Yorker Künstler schleppt in diesen Plastiksäcken keine Leichenteile herum, sondern seine Requisiten. Polsterkissen zum Unterlegen seiner Modelle. Auf der Seite liegend, mit angewinkelten Knien wäre besser. Zunächst bemalt der Keith Haring-Fan Leinwände, Möbel und Autos. Doch als Andy 2007 auf einer Kunstmesse ausstellt, bietet ihm ein Model vom Nachbarstand an, sie nackt anzumalen. Für Andy ist es eine Offenbarung und heute ist er der Rembrandt des Bodypainting. Ob du es glaubst oder nicht, die Leute stehen Schlange, um sich bemalen zu lassen. Nicht nur nackt, auch nackt in der Öffentlichkeit. Das sagt viel über unsere Zeit aus. Die Menschen stehen unter Druck. Sie haben keine individuellen Ausdrucksmöglichkeiten mehr in ihrem Alltag. Und dann sehen sie plötzlich etwas, das vielleicht ein bisschen extrem ist, das die extreme Umwelt, in der sie leben, aber sehr gut widerspiegelt. Gut gemacht, ihr könnt aufstehen. Seit 2014 organisiert Andy den New York Body Painting Day. Hier ist urbaner Nudismus als Kunstprojekt ausdrücklich erlaubt. In diesem Jahr haben 100 Modelle und 70 Künstler teilgenommen. Und aufgrund des großen Erfolgs präsentiert Andy den nackten Spaß nun auch in Amsterdam, Brüssel und San Francisco. Vollkommen befreit, nackt herumzulaufen und nicht zu denken, oh mein Gott, ich bin nackt, sondern ganz entspannt damit zu sein, kann dabei helfen, authentische Beziehungen aufzubauen, weil dich die anderen nicht als Sexobjekt wahrnehmen, sondern als Mensch. An diesem Abend findet in New York die Naked Show statt, bei der professionelle Stand-up-Comedians erstmals im Adams- bzw. Eva-Kostüm auftreten. Einzig die Veranstalterin Alison Clamp stand bereits, wie Gott sie schuf, auf der Bühne. Für die sechs anderen ist es eine Premiere. Ob vielleicht noch jemand kalte Füße bekommt? Nackt auf drei. One, two, three. Naked! The first time I did it, I was terrified. Vor meinem ersten Nacktauftritt trainierte ich wie verrückt und hungerte, um möglichst gut auszusehen. Dann musste ich auch noch als Erste raus und bin fast gestorben vor Angst. Aber als ich dann auf der Bühne stand, hatte ich diesen Wahnsinns-Adrenalinschub. Es ist derselbe Kick wie beim Freeclimbing oder jedem anderen Extremsport. Was könnte schiefgehen? Gar nichts. Das klappt schon. Ich habe mich noch nie so gut gefühlt vor einer Show. Verrückt. Wäre ich ein Mann, hätte ich große Angst, eine Erektion zu bekommen und wieder zu verlieren. Ich habe mindestens einen Peniswitz auf Lager. Die Polizei hat einen Penis gefasst. Er hat gestanden. Please welcome to the stage my friend and yours, Mike Lewis! How is everybody? I'm just gonna give you a view of my butt really early on in the set so we get that out of the way. Would it be funny
I went in the back, threw up, came back, just pretend nothing had ever happened. Es erinnert uns daran, dass wir nur Tiere sind, witzeerzählende Tiere. Das ist die Botschaft.